Die Show heißt Comics und Bier Doppelbook. Und wir haben heute unsere 50. Episode Jubiläum, Tralala und alles, was dazugehört. Und was könnte schöner sein, als da den Arnulf da zu haben? Denn der war bei der Nummer 1 dabei. Dann kann er auch bei der Nummer 50 dabei sein. Ja, wunderbar. Schön. Das war mir gar nicht bewusst. Das ja. ist wieder so eine Anfolge. Überraschung. Schön. Freu mich. Er muss einfach nur jede Woche gucken und mitzählen, dann weiß er das ja, auch. Zählen bis 50. Ja. Ja, eigentlich machen wir heute auch so dann nicht weiter was Besonderes eigentlich. Mhm. Weil das Besondere wird sein, dass ihr im Laufe der Woche mal einfach reinschauen könnt, weil ich hatte ja schon vorletzte Woche angekündigt, dass wir ein Gewinnspiel machen, weil wir 1000 Abonnenten auf Facebook geschafft haben. Und dann dachte ich auch, mein Gott, das kann man ja eigentlich, wenn wir so nah an der 50 sind, auch kombinieren. Das heißt, es gibt im Laufe der Woche ein Gewinnspiel, 1000 Mal Abo Facebook plus 50 Folgen Doppelbook. Und da gibt es dann was zu verlosen. Also schaut einfach mal rein. Wir machen das jetzt nicht in der Sendung, das ist auch irgendwie blöd. Aber schaut mal rein, dann könnt ihr sehen, was da im Laufe der Woche dann alles zu gewinnen gibt. Mache ich. Ja. Bin gespannt. Ja, du kannst natürlich auch mitmachen. Ne? Ja? Aber, okay. Aber du bist ja auch hier, dann können wir eigentlich auch so mal so anstoßen auf die 50. Das, lass uns das doch machen. Ja. Hast du Bier mitgebracht? Ich habe natürlich Bier mitgebracht. Ja, hat Bier mitgebracht, das finde ich super. Bier mitgebracht. Ui, das ist aber schick. Das ist aber so. Ja, schick. Schick ist was anderes, aber. Aber praktisch. Aber praktisch. Also, genau. Es ist praktisch schick. Genau, genau. So. Whip. Blush Binary Pale. Schönes Döschen, genau. India Pale Ale. India Pale Ale. Sieht gut aus. Keine Ahnung. Sieht gut aus. Bin sehr gespannt. Ja. Ich habe es selber auch noch nicht. So, auf jeden Fall eine sehr schöne, stylische Dose. Ja. Und das riecht auch schon. Und kommt schön trüb da raus. Wow. Na, das ist immer schick. Das ist jetzt auch nur annähernd so schmeckt, dann. Also optisch ist das Bombe. Schon mal, also Granate, totale Begeisterung, würde ich mal sagen. Ups. So. Dann. Guck mal, ne? Wissen wir mal. Vielen Dank. Auf deinen 50. Ja, das ist auf meinen 50. Schön wäre es, wenn ich noch so jung wäre, genau. Auf unseren 50. kann man sagen. In der Summe haut es ja fast hin. Ach, das riecht, das riecht natürlich schon mal großartig, ja. Super toll. Hm. Ja, der gesamte Fruchtkorb drin. Mhm. Von Mango bis Ananas, alles dabei. Mhm. Und der ist auch im Geschmack irgendwie drin. Der ist auch im Geschmack drin, ja. Das ist mal eins dieser, wo man nicht dann beim Geschmack dann sich fragt, wo die Hälfte dieser Sachen hingegangen sind, die man so gerochen hat. Nee, das ist alles da. Mhm. Das ist alles da und das ist voll lecker. Wow, ist das gut. Ja? Das ist richtig gut. Mhm. Das hätten wir uns fast für den Schluss aufbewahren sollen. ja, keine Ahnung. Whiplash Binary India Pale Ale. Ich weiß nicht, ob es die Brauerei tatsächlich dann Whiplash ist. Sagt mir auf jeden Fall bisher irgendwie gar nichts. Aber begeistert, ja. Das ist mal, also ne, das ist wirklich, also richtig. Ach, das gut. Ist doch mal, das ist doch mal ein Jubiläumsbier eigentlich quasi. Das ist mal richtig schön, ja. Importbier ja, ist das. Wirklich alles an, wie du sagst, alles Mögliche an Frucht irgendwie drin, ne? Ach, richtig. Also das, da muss ich mal sagen, da hast du sehr, sehr, sehr gut ins Regal gegriffen. Das ist der Grund tatsächlich, warum ich India Pale Ale so gerne mag. Wenn es so in der Form ist, dann finde ich es einfach das ist perfekte Bier. Ja, das ist wirklich gut. Dann ist es echt ein tolles Teil. Fast 5-Punkte-Bier, ja. Ja. Steht nicht drauf, welche Hopfen sie verwendet haben. Ich finde das mittlerweile ja sehr interessant zu lesen. Steht da nicht unten? Ach doch, hier. Maris Otter. Otter? Otter. Otternasen. Hopfen. Und Carapilz ist auch. Und Citra und Brühwurm. Also da ist ziemlich viel drin. Da ist ziemlich viel drin, ja. Ich glaube, es lohnt sich nochmal, sich darüber
ein wenig zu informieren, ja, was das für ein Laden ist und was die sonst noch so Feines irgendwie im Programm haben. Schön. Ja, und ich, das ist ja auch wieder so, ich stehe ja auf durchaus schön designte Dosen bei sowas. Wenn sich da jemand so ein bisschen Mühe gibt, da auch so ein bisschen mehr draus zu machen, finde ich das ja schon auch echt richtig gut. Rundum. Eine Empfehlung. Sehr schön. Absolut. Hast du dann, was deinen Comic angeht, auch so gut ins Regal gegriffen wie beim Bier? Ja, gucken wir mal. Hoffe ich doch. Also ganz, also dann etwas unpassend zur fröhlichen 50er-Runde zum Auftakt ein durchaus etwas ernsteres Thema. Beate und Serge Klarsfeld habe ich mitgenommen. Ah, die Nazi-Jäger. Die Nazi-Jäger, genau. Ein bisschen reißerischer Titel vielleicht im ersten Moment, die Nazi-Jäger, aber durchaus ja auch ein Ehrentitel, den sich die zwei Protagonisten mit ihrer Arbeit verdient haben. Also es ist klar, es ist keine fiktive Geschichte, es ist eine Autobiografie von Beate und Serge Klarsfeld. Er Franzose, Jude, dessen Vater in Auschwitz umgekommen ist. Sie Deutsche, deren Eltern zumindest Nazi-Sympathisanten waren, die sich in Paris, ich glaube so Anfang der 60er Jahre oder was, kennengelernt haben und ihr Leben letztendlich der Jagd auf Nazi-Verbrecher verschrieben haben, die ja tatsächlich eben im Nachkriegsdeutschland, im Deutschland der 1960er Jahre, einfach völlig unbehelligt in Deutschland oder Frankreich oder sowas gelebt haben, von der deutschen Justiz im besten Falle ignoriert worden sind, im schlimmsten Falle sogar geschützt worden sind, und die da wirklich einen sehr, sehr langen, harten Kampf geführt haben gegen die Justiz und aber auch für öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam machen, dass diese Menschen einfach, ja, nach Ende des Krieges in ein ganz normales bürgerliches Leben irgendwie rübergeglitten sind, ohne dass sie irgendwelche Konsequenzen zu fürchten hatten. Am bekanntesten ist sicherlich Beate Klarsfeld, ihre Ohrfeige, die sie an Kurt-Georg Kiesinger, den damaligen Bundeskanzler, verteilt hat auf dem CDU-Parteitag in den 1960er Jahren. Und Kiesinger eben auch ein Alt-Nazi einfach. Und was ja einfach natürlich ein absoluter Skandal im Grunde genommen war, dass so ein Mann dann 20 Jahre später einfach das mit oberste Staatsamt der Bundesrepublik ausführen darf. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende, interessante Geschichte zu lesen. Teilweise natürlich schon auch sehr, sehr berührend und sehr bedrückend und es ist auch sehr, sehr erschreckend, ja, zu lesen, wie eben in dieser Zeit mit sowas irgendwie umgegangen worden ist und tatsächlich diese Mentalität in der damaligen Bundesrepublik vergessen, verdrängen, hat es alles am besten gar nicht irgendwie gegeben, beziehungsweise immer wieder so dieses, muss man jetzt dann irgendwie 20 Jahre später noch an sowas rütteln, das war doch schlimm genug. Und und die wirklich zeigt irgendwie, was für ein Muff einfach in dieser Republik irgendwie damals geherrscht hat und auch eben in was für Positionen natürlich solche Menschen einfach gelangen konnten. Wenn man jetzt heute schaut, wie die neue Rechte sich gebiert und teilweise dann ja quasi auch so diese alte Rhetorik wieder aufnimmt, dann kann man im Prinzip sagen, wichtiger könnte das überhaupt nicht sein, was die damals gemacht haben, und man müsste eigentlich dafür beten, dass wir heute quasi Leute haben, die dann in der Form auch wieder zu Werke gehen. Absolut, absolut. Und also man kann ihre Arbeit sicherlich nicht hoch genug einschätzen. Also sie haben eben so Nazi-Verbrecher wie Alois Brunner oder Klaus Barbie mal so als bekannteste Namen einfach zur Strecke gebracht und dafür gesorgt, dass sie dann doch irgendwann der Justiz überstellt worden sind. Ja, sicherlich ein ganz, ganz anderes Bewusstsein geschaffen haben und eine ganz andere Öffentlichkeit dafür geschaffen haben und man eben, wie du sagst, sehr, sehr froh sein kann,
dass sie das gemacht haben und man sicherlich heute davon auch irgendwie zehrt. Ich finde es tatsächlich, einfach mal so kurz wild reinzublättern, ich finde es tatsächlich optisch auch sehr, sehr schön gemacht. Sind alles sehr, sehr, sehr ruhige, gediegene Farben, was so dem Inhalt natürlich auch sehr, sehr gut entspricht. Und es ist ein sehr, also es ist viel Text drin, ohne jetzt übermäßig textlastig zu sein. Aber dadurch transportiert es wirklich auch wahnsinnig viel an Inhalten, an Informationen, an Geschichte einfach. Also es ist ja wirklich eine gezeichnete Geschichte, die sich extrem lohnt, einfach mal zu lesen. Wir hatten ja so ein oder das andere Mal auch mal so dieses Thema, wir haben einen Comic dabei, wo man sagt, das sollte auch mal eine Schullektüre sein. Ja. Und das finde ich ist also absolut ein Ding, was man dafür... Wir hatten das in letzter Zeit tatsächlich immer öfter und ich habe ja tatsächlich auch so ein Fable für diese Comic-Biografien entwickelt, aus dem Grund heraus, weil ich der Meinung bin, dass die im Comic ganz andere Möglichkeiten haben, das Ganze darzustellen, weil entweder hast du, wenn du es filmisch hast, hast du entweder ein Biopic, wo halt viel Fiktion drin ist, das drumherum gesponnen wird, oder du hast eine Doku. Ja. Und bei den Comics finde ich, dass die, dadurch, dass eh alles gezeichnet ist, da so einen sehr, sehr schönen Zwischenweg finden. Das heißt, du erfährst sehr viel Wissenswertes und gleichzeitig liest es sich aber in der Regel, wenn es gut gemacht ist, auch als Geschichte ganz gut, sodass du, sodass du tatsächlich praktisch die Lernerfahrung hast, ohne dich dabei zu langweilen und ohne, dass das jetzt ins Reißerische abgleitet oder ins Arg-Fiktive abgleitet. Deswegen finde ich das wirklich gut. Ich habe den auf meinem Lesestapel relativ weit oben liegen, bin aber noch nicht... gewundert, wenn nicht. Bin aber noch nicht dazu gekommen, ihn zu lesen. Ja. Wie war bei dir das Lesegefühl? Also hattest du Spaß dabei? Also sofern man bei der Thematik überhaupt Spaß haben kann, aber wie kam das Ding bei dir an? Also man hat insofern Spaß beim Lesen, einfach weil es, wie gesagt, sehr, sehr viel Inhalt hat. Man merkt auch tatsächlich, dass die Autoren mit den beiden auch eng zusammengearbeitet haben in der Entstehung dieses Comics. Also dass wirklich sehr viel Privates damit auch reingekommen ist, also was eine gute Autobiografie einfach auszeichnet, dass es eben in enger Zusammenarbeit auch entstanden ist, das merkt man schon. Von daher, unter diesem Gesichtspunkt macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, es zu lesen, aber es berührt natürlich extrem und es ärgert immer wieder natürlich auch wahnsinnig, also wenn man eben den Umgang öffentlicher Stellen, Justiz, Polizei, aber auch Presse und so weiter mit diesem Thema dann mitbekommt, dann ärgert einen das maßlos. Bis zu welchem Punkt geht diese Comic-Biografie? Also was haben wir quasi so als, ohne das zu spoilern, aber normalerweise ist es ja so, dass diese Biografien nicht so das gesamte Leben immer so abdecken, sondern entweder ab einem Punkt X einsteigen und dann bis zum möglichen Exitus einer Person gehen oder manchmal aber auch einfach früher aussteigen an so einem bestimmten Punkt und dann quasi nur noch so auf das, was danach kommt, so referiert wird in so einer Zusammenfassung. Also es fängt so ein bisschen damit an, tatsächlich, wie die beiden sich kennengelernt haben. Sie als Studentin in Paris und zusammengekommen sind und dabei so ein bisschen Rückblenden auf das frühere Leben der beiden, also insbesondere natürlich bei ihm, eben der als Kind die Nazi-Verfolgung am eigenen Leib erlebt hat, also tatsächlich der in Südfrankreich bei einer Razzia mit seiner Mutter und Geschwistern in einer doppelten Wand vom Schrank versteckt war und der Vater aber abtransportiert worden ist nach Auschwitz, wo er, wie gesagt, dann eben umgebracht worden ist. Zentral bewegt sich aber die Geschichte wirklich um ihre, ja, sagen wir mal, stark aktive Zeit von den Anfängen, eben so ins Anfang, Mitte 60er Jahre bis... ja, weit in die 70er rein und dann, also das ist so der zentrale Teil und dann geht's wird es ein bisschen weniger kompakt geht weniger inhaltlich dann auf das Spätere ein, wobei es also schon auch das, sagen wir mal, das gesamte Leben als diese zwei Personen, die sie dargestellt sind oder über die hier erzählt wird, das wird schon in seiner Gesamtheit abgebildet. Okay. Also eben dieses Nazi-Jäger. Du hast gesagt, die
Künstler, also Autor und Zeichner, haben mit den beiden zusammengearbeitet. Mhm. Ist das irgendwie auch so ein bisschen, meistens gibt ja Vorwort oder Nachwort wahrscheinlich. So ein also es gibt tatsächlich von Serge Glasfels ein sehr, 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 sehr schönes Vorwort irgendwie dazu, wo, ja, ja, also das, auch allein das schon wirklich ein sehr, also durchaus auf eine Art humorvolles Vorwort auch ist und ein sehr, sehr sympathisches Vorwort irgendwie einfach ist. Also sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr schön, aber der eben halt auch sagt, wie schön das war, überhaupt diese Anfrage zu bekommen und Interesse besteht, sowas zu machen und dann auch die Zusammenarbeit und auch das Ergebnis. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich in einem Ergebnis so einer Arbeit dann auch wirklich in der Form wieder gespiegelt sieht, wie es einem zusagt oder wie es einem gefällt. Und das kommt bei ihm tatsächlich auch sehr, dass er sagt, also das ist auch so unser Leben und unser Tun, wie es geschehen ist und wie es passiert ist. Super, also sehr, sehr, sehr toller Comic, den du da heute mitgebracht hast. Lohnt sich auf jeden Fall eben hundertprozentig. Sehr stark, nahezu so stark wie das Bier, das du mitgebracht hast. Und da muss ich mal gucken, dass ich da, ob ich da mithalten kann. Bin ich mal gespannt, aber ich mache mir da keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Ja, also biermäßig, da mache ich es mir einfach. Ich gehe in meinen tollen Kühlschrank hier und... Tja, was hatten wir jetzt? Wir hatten ein India Pale Ale. Dann lege ich einfach nach mit einem New England Pale Ale. Okay, sehr schön. Magst du eine ganze oder sollen wir uns die teilen? Wie du möchtest, aber es ist ein kleines Fläschchen. So ein kleines Fläschchen an und für sich. Ja. Okay. Und ich habe mich ja... auch. Ich habe mich ja schon in den letzten... Wochen immer mal durch meinen Karton von Hoppebräu durchgetrunken. Mhm. Immer mal wieder. Immer mal wieder, ja. Also ich habe ja da so einmal so querbeet bestellt gehabt und da waren wirklich schon tolle Biere dabei. Und was bei Hoppebräu so ist, die machen ja eigentlich so diese wilden Sachen. Also hier wilde Henne, wilde Hund, wilde Sau und wie sie alle heißen. Und sind dann auch dementsprechend optisch. Jetzt ist dieses New England Pale Ale, das ist völlig anders, also da ist auch ein Frucht, da ist schon mal der Fruchtkorb mit vorne drauf, ne? Und ich denke mal, dass das auch damit ein bisschen zu tun hat, weil das wahrscheinlich auch anders verbraut ist und genau das werden wir jetzt mal feststellen, wie das zum einen, also für mich mit den anderen Hoppebräu-Sachen funktioniert und zum anderen natürlich, wie es im Vergleich dann zu dem hier schmecken wird. Achso, wollen wir neue Gläser nehmen? Wir können sehr gerne neue Gläser nehmen, tatsächlich in dem Fall, glaube ich. Genau, damit sich das nicht so vermischt. Ist ja immer eigentlich ja der Kardinalfehler, mit einem IPA irgendwie anzufangen. Aber ja, mein Gott. Es lachte mich jetzt so an. Ja. Farblich auf jeden Fall schon auch mal. Also diese New England Pale Ales, die mag ich ja tatsächlich fast noch einen Ticken lieber. Mhm. Bin ich ein großer Fan davon. Aber wie gesagt, werden wir mal sehen. Also auf jeden Fall im Vergleich, vielleicht auch wenn man es jetzt als zweites getrunken hat, weniger intensiv. Absolut. Weniger intensiv. Absolut. Sehr. Mehr von dem Citra, also eher so ein bisschen säuerlich. Mhm. Eine sehr, sehr dominante Ananasnote, finde ich. Also auch nicht schlecht, aber ich hätte mir jetzt tatsächlich gewünscht, dass wir das zuerst getrunken hätten. Ja. Ja, das andere war deutlich, deutlich weicher auch so ein bisschen. Also sehr gut, auf jeden Fall. Ist ein tolles, ist auf jeden Fall ein tolles Bier. Aber ich glaube, da muss man tatsächlich jetzt ein paar Schluck nehmen, damit man praktisch das India hier durch hat. Also das muss von der Zunge erstmal runter sein und dann. Aber das ist gut. Das ist super. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut.
Oh, tatsächlich beim Etikett. Ja, also das Etikett. Ah, aber vielleicht ist das ja auch Teil des Spaßes irgendwie einfach. Ich meine, ich finde es witzig, man sieht es ja wahrscheinlich, aber da ist sogar noch so eine Hand mit drauf. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich so ein Foto, jemand, der so einen Fruchtkorb vor sich hätte und dann einfach so, also ich glaube, dass das irgendwie in PowerPoint ist. Ich wollte gerade sagen, das ist so, das zusammengenagelt wurde. Ich rufe bei meiner Hinterhofagentur an und sage so, mach mir mal ein Foto, wo ein bisschen Obst drauf ist und sowas, so, guck mal, was da irgendwo bei iStock oder sowas gibt und dann nehmen wir das. Sollte halt nicht mehr als 1 Euro kosten. Ich meine, ich bin schon bei diesen Sachen mit den Wult, also Wulde Henne, das verfolgt. Ja, aber die finde ich ja wiederum super, weil das so eine Linie irgendwie ist. Genau, das verfolgt eine gewisse Linie. Ja. Ob es jetzt toll ist, mag jeder für sich selber entscheiden, aber das ist zumindest clever, weil das ist so ein Ding, wenn du das einmal gehabt hast, das erkennst du im Laden. Das erkennst halt du immer wieder. Deswegen, so, ich war auch, als ich die Flasche aus dem Paket geholt habe, dachte ich so, was? Das passt so gar nicht dazu. Aber hey, was soll's? Hoppla. Aber. Ja, also, wie gesagt, je mehr das hier auf der Zunge verblasst. Das kommt schon richtig. Es ist schon auch sehr, sehr geschmacksintensiv. So, ja. Und tatsächlich ist so diese starke Ananasnote, was ich immer so ein bisschen schwierig fand, so, also es kann, Ananas kann ja wirklich sehr, sehr toll schmecken, aber es kann, wenn es ein bisschen zu dominant ist, schlägt es für mich persönlich dann auch schnell einfach über. Aber die ist tatsächlich im Geruch irgendwie schon so ein bisschen mehr, aber im Geschmack dann doch sehr angenehm, dezent einfach oder passt sich dem anderen auch sehr, sehr schön an. Hat auch ein bisschen weniger Alkohol als das andere und wird hinten beworben mit super fruchtig frisch. Das kann man einfach mal so unterstreichen. Ja. Also frisch ist es auf jeden Fall, also durch dieses Zitronik-Ananassige. Und wie gesagt, es ist nicht ganz so komplex wie der andere. Ja, aber. Aber das, also es trinkt sich super. Mhm. Mhm. Doch. Bin ich auch überzeugt. Gut. Absolut. So, dann komme ich jetzt mit meinem Comic und das ist nahezu ja schon fast so ein bisschen Kontrastprogramm zu dem, was du hast. Aber brandaktuell. Und zwar, jetzt werden der eine oder andere sagen, Moment mal, den hast du doch schon ein paar Mal in die Kamera gehoben. Ja, das ist richtig. Also wir haben die Reihe Sweet Tooth von Jeff Lemire tatsächlich schon in unserer Live-Show mal besprochen. Haben wir, ja. Und wir haben immer, wenn Jeff Lemire, der einfach zu den Top-Autoren der internationalen Comic-Szene gehört und eigentlich auch zu den Top-Zeichnern gehört, dann redet man auch immer über Sweet Tooth. Also wir haben über Ascender, Descender, seine Science-Fiction-Serie geredet, wir haben über Sentient geredet, wir haben über die verschiedenen Superhelden-Sachen, die er schon gemacht hat, geredet. Zuletzt Killer Smile, Joker Killer Smile. Also er ist als Autor sehr, sehr, sehr tätig und er zeichnet, wie gesagt, auch. Und ich würde aber mal behaupten, dass sein Hauptwerk, und zwar weil er dort als Autor und Zeichner tätig war, einfach Sweet Tooth ist. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, kommt das dann auch immer hoch und wird dann auch in die Kamera gehalten. Und ich habe das zum letzten Mal gezeigt, als es nämlich hieß, dass diese Sweet Tooth-Reihe jetzt nochmal als Hardcover-Edition rauskommt. Ursprünglich waren das mal natürlich auch eine etwas längere Reihe. Jetzt gibt es die in 3 sehr, sehr, sehr schönen Hardcover-Bänden. Und als die eben anfing, war uns das auch eine Meldung wert. Brandaktuell, und zwar genau seit letzten Freitag, hat das jetzt auch wieder einen ganz anderen Bezug. Und zwar gibt es auf Netflix jetzt auch die Verfilmung von Sweet Tooth. Ich habe sie noch nicht ganz durchgeschaut, aber ich habe schon mal kräftig reingeschaut und ich bin total begeistert. Einen sehr, sehr, sehr schönen Grundton, der aber auch genau weiß, wann man die Adaption quasi von der Vorlage weg muss. Also ich habe schon sehr viel Spaß mit der Verfilmung und ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie das ziemlich gut finden. Und deswegen wollte ich einfach nochmal sagen, ihr solltet tatsächlich auch die Comics dazu lesen, weil das einfach ein unglaublich tolles Stück Comic-Kultur ist. Es geht dabei genau um diese Figur, die hier vorne abgebildet ist. Das ist Gus. Gus ist ein Hybrid und zwar ein Tier-Mensch-Hybrid. Sieht man so ein bisschen auch hier natürlich an dem Geweih, das er hat. Und Gus lebt in einer postapokalyptischen Welt,
abgeschieden mit seinem Vater, der ihn von allem außenrum abschirmt. Er ist im Wald praktisch groß geworden, weiß relativ wenig, was sich in der Welt abgespielt hat, obwohl sein Vater ihm sehr viele Dinge beibringt. Und in der Welt abgespielt hat sich ein Virus hat sich verbreitet, kennen wir gerade sehr genau, weshalb sich, glaube ich, viele die Serie vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, mit einem gewissen unguten Gefühl reintun wollen, aber es lohnt sich wirklich. Also ein Virus hat sich verbreitet und dieses Virus führt dazu, dass die Menschheit so langsam ausstirbt. Die einen erwischt es schneller, die anderen erwischt es langsamer. Gleichzeitig mit dem Auftreten dieses Erregers traten auch die ersten Hybriden auf. Es wurden nämlich nur noch Kinder geboren, die quasi halb Mensch, halb Tier waren, querbeet, durch alle Spezies hindurch, die es so gibt. Und die wiederum wurden dann von den verbleibenden Menschen gejagt, weil sie nämlich immun sind gegen das Virus und man herausfinden wollte, warum. Und deswegen hat man sie eingefangen, teilweise den Müttern entrissen, um dann eben Experimente mit ihnen zu machen, in der Hoffnung, dass man ein Heilmittel findet. Davon kriegt Gus alles nichts mit, weil er ist, wie gesagt, abgeschottet irgendwo in der Einsamkeit im Wald. Sein Vater beschützt ihn, lehrt ihn, was er wissen muss. Und dann wird leider auch der Vater von der Krankheit dahingerafft. Und Gus ist plötzlich auf sich allein gestellt. Und als allererstes begegnet er ein paar Hybridenjägern. Die haben nichts Gutes mit ihnen vor. Aber da kommt noch einer dazu, nämlich der große Mann, Jeppard heißt der, der ihn rettet. Warum er ihn rettet? Das entspinnt sich dann im Fortgang der Geschichte und es entspinnen sich noch ganz viele und es gibt unglaublich viele Twists und Turns da drin, wo einfach Jeff Lemire auch zeigt, was er für ein brillanter Erzähler ist. Mhm. Gleichzeitig hat er diese Geschichte auch selber gezeichnet und man sieht es auch hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen surreal, ein bisschen expressionistisch und das bleibt auch in dem gesamten Comic so, was dazu führt, dass es da so einen ganz, ganz, ganz speziellen Grundton drin gibt. Also er arbeitet viel mit Schattierungen, hat, ja, sagen wir mal, nicht so den typischen franco-belgischen, auch nicht den amerikanischen Stil adaptiert, sondern das ist was ganz Eigenes, hat teilweise auch so ein bisschen so Holzschnittcharakteristiken. Und dadurch hat man beim Lesen auch immer so ein ganz ungutes Gefühl, was da so mitschwingt. Und das, obwohl er eigentlich am Ende der Geschichte so ein bisschen einen positiven Ausblick gibt. Also er hat auch mal in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, gesagt, also er versucht seinen Geschichten am Ende immer so einen positiven Touch zu geben. Das Ganze ist immer sehr, sehr so changiert irgendwo zwischen Katastrophenszenario und Horror irgendwo auch. Also auch hier so, klar, so ein bisschen Survival und Body Horror gehört dann bei der Story auch dazu. Weil nämlich Jeppard und Gus versuchen, in das sogenannte Reservat zu kommen und dort und dann eben wirklich so ein Road-Movie passiert, wie kommen sie dahin und was passiert da und ist das wirklich die sichere Zone für alle Hybriden und so weiter und so fort. Es ist enorm spannend auch noch dazu. Und ja, also Jeff Lemire hat da einfach Großes geleistet und zu der Verfilmung jetzt muss man sagen, Robert Downey Jr. hat sich dessen angenommen als Produzent und Jeff Lemire hat gesagt, das gesamte Team hätte also unglaublich toll gearbeitet. Also er hätte sehr viel von denen Rücksprache bekommen und sie hätten sich mit ihm auseinandergesetzt. Sie seien auch richtig Fan gewesen und ich finde, das merkt man tatsächlich schon in der ersten Episode, dass die da richtig dahinter stehen. Was sie gemacht haben, sie haben das Ganze ein bisschen freundlicher gestaltet. Was vielleicht auch ein ganz guter Kniff war, wenn man praktisch so selber anderthalb Jahre Pandemie durchlebt hat, dass das jetzt nicht ganz so düster daherkommt. Und es macht sehr viel Spaß, das einfach anzuschauen, obwohl man ständig das Gefühl hat, es wird gleich was ganz, ganz, ganz Böses passieren und dann auch wirklich was ganz, ganz Böses passiert. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Und
Jeff Lemire war in die Umsetzung, in die Adaption aus Zeitgründen nicht selber eingespannt, aber eben, er hat ganz viel Zwiegespräch mit den Machern gehabt und hatte auch das Gefühl, dass er super aufgehoben ist, ist auch mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Mhm. Und wie ich dann zum Anfang dieses langen Monologs jetzt auch schon sagte, ich bin auch sehr zufrieden. Also ich habe das zum Anlass genommen, nochmal alle drei von diesen Hardcover-Bänden zu lesen und war einfach nochmal wieder total begeistert von dem, was Lemire da gemacht hat und war aber auch begeistert von dieser Adaption und von daher muss ich echt sagen, eine totale, super, super dreifache Empfehlung. Lest den Comic, lest alles von Lemire und schaut euch auch einfach auch die TV-Adaption an. Es ist einfach richtig gut. Ja, ich weiß, dass du Sweet Tooth auch kennst. Also ist ja für dich jetzt kein Neuland. Nee, also ich habe tatsächlich, bin in die Serie noch nicht eingestiegen. Was aber relativ bald auf der Liste steht. Aber wie es so ist, hat man ja erstmal so diverse andere Sachen noch, die man sich erstmal anschauen möchte und wird dann damit durch ist. Und habe mir aber tatsächlich auch überlegt, ob ich vorher, bevor ich es mir anschaue, echt nochmal die Comics irgendwie durchlese. Weil es ja jetzt doch ein paar Jahre her ist und ich aber weiß eben, dass ich die grandios anfand. Also ich finde Jeff Lemire wirklich einen ganz, ganz großartigen Autoren, Künstler. Also für mich ist er tatsächlich, zählt er zu den Top 4, 5 Comic-Autoren, die es einfach unbedingt gibt. Unbedingt, ja. Also wahnsinnig viel tolle Sachen. Black Hammer und sowas. Black Hammer, so, sein eigenes Superhelden-Universum, das unfassbar gut, das auch so sensationell, ja, ist. Ja. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich, Sweet Tooth ist für mich auch das Herausragende seiner Werke überhaupt, weil es so eine komplett ganz, ganz eigene Sache irgendwie ist. Also viele, viele Sachen, also ich finde schon, dass er eben ein wahnsinnig kreativer Kopf ist, aber natürlich sind viele seiner Sachen, sind an gewissen Grundideen natürlich schon dann entwickelt oder sowas. Ja, so. Und ich finde tatsächlich, Sweet Tooth ist sowas, für mich zumindest, was es davor irgendwie in der Form nicht gab. Einfach so diese Art Geschichte und diese Mensch-Tier-Hybriden und sowas. Also das fand ich unfassbar gut. Und ist es jetzt erst recht, wo ich denke, ich will es vorher echt nochmal gelesen haben. Und auch wenn es, ich glaube, im Original waren es 6 Bände, kann das, oder waren es mehr sogar? Naja, also im Amerikanischen waren es natürlich viel, also jetzt in der deutschen viel Ausgabe mehr, irgendwie so, ja. Ja, im Deutschen waren es, glaube ich, 6 Bände, ja, und die sind jetzt eben zusammengefasst in 3 Hardcover-Bänden. Genau. Aber sie sind ja relativ zügig irgendwie gelesen, so. Von daher ist es jetzt so, was man auch sagen kann, okay, das kann ich dann in 2-3 Tagen, kann ich mir die Bände irgendwie nochmal alle durchschauen, bevor ich dann in die Serie gehe. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt noch viel mehr auf die Serie, weil klar, es ist natürlich immer so die Befürchtung, wie das immer so ist bei irgendeiner Vorlage, die man wahnsinnig gerne gelesen hat oder sehr, sehr mag, dass da so eine Umsetzung schnell dann doch mal gegenüber abfällt. Also wir hatten passiert zuletzt, oft genug. Wir hatten zuletzt hier ja nochmal Jupiter's Legacy. Mhm. Auch ein Comic von Mark Miller, den ich hier auch vorgestellt habe, der wirklich auch durch bestimmte Eigenheiten wirklich besticht und der mir sehr gut gefallen hat. Fand ich auch einen tollen Comic-Serie, habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ja. Und da muss ich sagen, da war ich von der TV-Adaption eher so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Zwar hat man auch wieder Teile aus dem Comic gut wiedererkannt, aber irgendwie fühlte sich das Ganze so ein bisschen lieblos an. Mhm. Und das finde ich jetzt bei Sweet Tooth überhaupt nicht. Also man hat wirklich das Gefühl, da steckten Nerds dahinter, die einfach Bock hatten, das richtig gut zu adaptieren. Mhm. Und es ist nicht immer gut, alles, was dann ins Fernsehen kommt, obwohl ich das schon immer ganz spannend finde, aber da ist es schon richtig gut geglückt. Ich meine, bei Mark Miller, der für mich fraglos eben auch zu diesen genannten Top 5 Autoren zählt, gar keine Frage, bin ich grundsätzlich so ein bisschen gespannt, weil man jetzt natürlich so dieses Gefühl hat mit diesem Netflix-Deal und da muss Material geschaffen werden. Und da muss jetzt kommen irgendwie einfach so. Und ob. Und sowas zum Beispiel kann ich mir bei Jeff Lemire halt wirklich nicht vorstellen, sondern ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einige von seinen anderen Arbeiten, also wenn dieses Black Hammer-Universum in seinen ganzen Ausformungen auch mal umgesetzt werden würde, stelle ich mir auch sehr, sehr toll vor. Aber ich kann mir bei ihm jetzt tatsächlich nicht vorstellen, dass er sich als Schreiber und so und so viel gefühlt Serien im Jahr abliefern muss oder sowas. Und da bin ich bei, also
Mark Miller ist natürlich ein unfassbarer Kreativkopf auch und man traut sich, also er ist sicherlich einer der wenigen, dem man auch zutraut zu sagen, der kann auch im Jahr 5, 6 tolle Serien raushauen, so quasi, aber trotzdem hat man so ein bisschen das, so die Befürchtung gerade, dass ist eine Spur zu viel. Ich war auch ein bisschen überrascht, weil Jupiter's Legacy ist ja quasi das erste, was jetzt aus diesem Deal hervorgegangen ist. Und ja. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, warum ausgerechnet das? Ja. Also ich stelle mir vor, dass man vielleicht so ein bisschen auf The Boys aufspringen wollte. Das kann natürlich gut aber, sein. Ja. Aber ansonsten fand ich das jetzt aus dem Miller-Universum nicht das wirklich geeignetste ja. Projekt, was man dafür hätte machen können. Ja. Und ich fand auch, dass es relativ lange gedauert hat, von dem Punkt aus, wo dieser Deal stattgefunden hat, bis zu der ersten Umsetzung. Man dachte eigentlich, dass 2 Wochen später quasi die erste Serie irgendwie kommt, dass alles schon vorbereitet ist soweit und das ist der Startschuss dafür, dass es damit losgelegt wird. So, jetzt war ich auch ein bisschen überrascht, ja. Absolut. Von daher bin ich gespannt, was von Miller kommt, aber ich bin umso positiver von dem überrascht, wie das jetzt Sweet Tooth ist. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass also jetzt Jeff Lemire nicht darauf bestanden hat, da wirklich bei der Umsetzung so mitzumachen, sondern einfach auch gesagt hat, ich finde es toll, dass das Team so mit mir gearbeitet hat. Mhm. Er hat sich aber eher draußen gehalten. Und das finde ich total interessant. Das passt aber zu ihm. Also ich habe ihn als einen sehr, sehr, sehr geerdeten Menschen kennengelernt, wahnsinnig nett auch, der auch sich so keine falschen Vorstellungen von dem macht, was er kann und was er eher nicht kann. Also ich habe ihn zum Beispiel mal gefragt, ob er nicht auch mal Bock hätte, anstatt nur für die Superhelden zu schreiben, mal selber auch was zu zeichnen. Mhm. Und dann hat er gesagt, so wie ich zeichne, will niemand die Superhelden sehen. Und doch. Er... Ja, ich meine, das fände ich wahnsinnig interessant. Da muss man halt eben schon sagen, es wird mich auch interessieren, aber er ist zum Beispiel der Meinung, das will keiner sehen. Und er fühlt sich ganz wohl dort als Autor. Das ist ja auch gut so, klar. Ja, das finde ich auch. Also auch, und grundsätzlich habe ich eben auch einen riesen Respekt davor, weil klar, ich meine, so ein Ding irgendwie in fremde Hände zu geben, das ist natürlich schon auch, klar, das ist natürlich so ein ganz besonderes Baby, von dem man da irgendwie loslassen muss. Und das zu tun, dazu gehört natürlich schon einiges. Auf der anderen Seite kann es so ein Projekt ja auch nur gut tun letztendlich. Also die Gefahr besteht ja natürlich schon. Ich meine, wenn der Autor ständig hinter der Kamera steht und sagt so, nee, nochmal neu, so das nicht, muss anders sein. Und dann sagt der Regisseur so, naja, aber... also von daher denke ich, also Respekt vor so einer Entscheidung, das würde nicht jeder machen, aber... Und es gibt ja natürlich eben auch genug Fälle, wo Autoren danach gesagt haben, so, naja, wir haben mein Ding da irgendwie verhunzt jetzt irgendwie, das ist ja unmöglich. Aber wenn das Ergebnis dann stimmt, ist es natürlich perfekt. Also da stimmt es auf jeden Fall. Und jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wir haben comicmäßig heute 2 völlig unterschiedliche Dinge vorgestellt, aber irgendwie auch 2 echte Highlights, oder? Ja, absolut, finde ich schon. Und so ähnlich ist es bei Jubiläumsbücher. Ja, Jubiläumsbücher und so ähnlich ist es bei Bieren auch. Die waren nämlich beide gut. Definitiv, ja. Sehr schön. Und damit können wir für heute aus der Jubiläumssendung aussteigen. Wie gesagt, schaut mal in der Woche noch nach dem Gewinnspiel. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und was total witzig ist, wir sehen uns nächste Woche auch wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Hoffentlich geht die Woche schnell vorbei. Zum Wohl.